Jetzt schon seit einiger Zeit diese Air-Dinger, oder? Ah, die sind, ich glaube, super teuer, aber ziemlich gut. Also ich bin auch kabelgebunden und ich kenne genau, der Physiker könnte es jetzt wahrscheinlich genau erklären, warum diese Dinger ständig aneinander kleben und Ich nie habe auseinanderzukriegen vor sind. 8 eine Folge draus gemacht, wieso Kabel sich Ah. verzünden. Aber ich Ach. habe vergessen, was die Erklärung war. Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Steffen und Jo. Erstmal vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, da zu sein. Und vielen Dank für dieses Buch, muss ich gleich mal im Vorab sagen, weil es gibt ja so viele Bücher über diese ganze Thematik und auch deine Kolleginnen und Kollegen schreiben natürlich. Du hast zufälligerweise auch eins, Vince. Ja. Ich zeige die E-Book-Version von der Rückseite. Es passt auf jedes Buch quasi. Genau, ihr Lieben, Schmetterlinge im Kopf, die lassen wir heute wieder fliegen und wir haben jemand dabei, der vieles kann, aber unter anderem ist er Wissenschaftler und er ist Comedian oder Komiker, finde ich eigentlich immer das schöne Wort, Kabarettist, was auch immer, er ist auf jeden Fall bekannt auf allen Kanälen dafür, dass er wirklich ganz spannende Sachen und vor allem wissenschaftlich aufgezeigte Sachen humoristisch verpackt. In seinem neuen Buch, ich dachte, naja gut, das ist jetzt ein Buch von einem schlauen und lustigen Menschen, aber wenn man es liest, der eine wird sich freuen, die andere wird sich da weniger drüber freuen, was da drin steht und ich bin gespannt, was er zu erzählen hat. Auf jeden Fall war er bayerischer Meister im Volleyball. Ja, und das ist heute unser Thema. Ja. Das ist heute unser Thema. Erklär mal. Und hat 2001 im Theater Höchst, im neuen Theater in Höchst, er hat mal in Frankfurt-Sachsenhausen gewohnt und da auch gearbeitet, hat er sein Debüt, glaube ich, gehabt und von da an ging es steil bergauf. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir ihn heute bei uns haben mit seinem neuen Buch, das jetzt ja schon vermehrt in die Kamera gehalten wurde. Vince Ebert. Dankeschön. Ja, da ist das Buch. So. Da ist es. Und ganz ist eigentlich ehrlich, schon alles gesagt. Wir können eigentlich Schluss machen. Ja. Wunderbar. Ihr Lieben, das war's. Es war wirklich entspannt. Vince, Dankeschön. Mehr geht nicht. Ja, wir haben alles rausgeholt. Ja. Sag mal, wie viel Shitstorm und wie viel Applaus von welchen Seiten hast du für dieses Buch bekommen? Das ist ja doch ein Thema, das sehr schwierig im Moment zu behandeln ist. Und du gehst das Thema ja nüchtern, aber damit auch kritisch an. Naja, also es ist, ich meine, es geht im Buch so ein bisschen um das Thema Energiewende, Klimapolitik, also schon eine recht harte Kritik an unserem Vorgehen. Jetzt nicht, weil ich sage, die sind alle dumm oder doof oder verblendet, sondern weil ich halt einfach erstmal auf einer grundsätzlichen physikalischen Ebene zeige, dass so wie wir das zurzeit machen wollen, aus vielerlei Gründen eben nicht so richtig funktioniert. Mhm. Also es gibt natürlich Shitstorms, aber die reduzieren sich wirklich echt auf so ein paar Freaks auf Facebook oder auf LinkedIn. Die große Masse, auch die große Masse der Medien, die haben das Buch tatsächlich, was mich sehr freut, sehr positiv aufgenommen. Also es gab im Spektrum der Wissenschaft gab es eine super positive Kritik dazu. Es gab in der FAZ eine positive Kritik dazu. Mhm. Die Zeit hat darüber berichtet. Der Spiegel hat darüber berichtet. Also eben auch Medien, die man jetzt mal so landläufig als eher so die links-grüne Ecke mit der verbindet. Und das freut mich eben, weil ich wollte mit dem Buch eben nicht irgendwie die Gegenpositionen aufeinander hetzen und so einen Keil da reintreiben, sondern genau das Gegenteil. Ich wollte eben aufzeigen, wir tun aus den richtigen Gründen meiner Meinung nach das Falsche. Wir wollen eigentlich alle dasselbe. Wir wollen alle auf einem lebenswerten Planeten leben in der Zukunft. Aber dazu brauchen wir eben mehr Rationalität, mehr Pragmatismus und weniger Bauchgefühl, weniger Wunschdenken. Also es ist praktisch so ein Appell, wieder in eine Debatte zu gehen, dem anderen zuzuhören und einfach auch mal ein Argument anzunehmen, auch wenn es gegen das eigene Weltbild geht.
Wobei Politiker und Politikerinnen haben ja nun auch Staatssekretärinnen und also Leute, die quasi mit den Themen bewandert sind. Die könnten jetzt ja so ein Buch auch mal geschrieben haben und dann ihr Parteiprogramm oder auch das ganze Umweltprogramm für ein Land danach richten. Woran liegt denn das, dass da, also ich fange mal an mit dem 1,5-Grad-Ziel. Jeder vernünftige Mensch hätte gedacht, ja, das hat Mochi Platif oder wer auch immer, die haben das errechnet in relativ plausiblen Modellen und haben gesagt, bei 1,5 Grad, und dann kommen wir ja gleich zum nächsten, da können Kipppunkte angetriggert werden, die im Grunde relativ schnell dafür sorgen, dass Ströme in Meeren, dass Jetstreams aufhören, dass sehr schnell wir hier Temperaturen von 40 Grad bekommen. Und jetzt sagst du zum Beispiel, ja, das 1,5-Grad-Ziel ist eigentlich gar kein Ziel, das wissenschaftlich haltbar wäre. Also wie kommt es denn da dazu, dass das, also das, ich wusste das bis jetzt nicht und ich glaube, ganz viele wissen das auch nach wie vor nicht. Also erstmal geht es natürlich im Buch darum, dass ich den menschengemachten Klimawandel nicht leugne. Ich sage auch, dass natürlich der Klimawandel ein Problem darstellt und dass der natürlich manche Regionen hart treffen wird. Das ist ja überhaupt keine Frage. Das ist ja natürlich wissenschaftlicher Konsens. Mhm. Das 1,5-Grad-Ziel, das wurde beim Pariser Klimaschutzabkommen beschlossen, aber eben nicht von Wissenschaftlern, weil sie gesagt hätten, naja, bei 1,6 Grad passiert was dramatisch anderes, sondern es waren eigentlich ursprünglich Politiker und Aktivisten, die gesagt haben, 1,5 Grad ist, ich sage das mal salopp, ist irgendwie eine schöne Zahl. Und dann haben sie die Wissenschaftler gefragt, was würde es denn benötigen, damit wir ein 1,5-Grad-Ziel erreichen könnten. Und dann haben die Wissenschaftler wahrheitsgemäß gesagt, naja, um 1,5 Grad die Erwärmung zu reduzieren, benötigt es aufgrund der gerade des Energieverbrauchs, des Ressourcenverbrauchs, also fast utopische Anstrengungen, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann wurde das aber in den Medien so dargestellt, als ob die Wissenschaftler gesagt hätten, wir müssen unbedingt das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Also ja, aber das ist eigentlich der eigentliche Hintergrund von 1,5 Grad. Und es gibt natürlich Szenarien in der Klimaforschung, die sagen, naja, also 1,5 Grad, da würde das und das passieren, bei 2 Grad würde das und das passieren. Da gibt es eine ganz, ganz große Bandbreite an Szenarien. Es gibt Wissenschaftler, die das Ganze sehr, sehr spektakulär sehen, andere, die sagen, naja, so schlimm wird es dann doch nicht kommen. Also es gibt einen Konsens über die Erderwärmung. Es gibt einen Konsens darüber, dass das natürlich Probleme macht, aber es gibt definitiv keinen wissenschaftlichen Konsens darüber, welches Szenario denn wirklich eintreten wird und vor allem bei welcher Temperatur das Szenario eintreten wird. Wenn du möchtest, kannst du auch die Kopfhörer rausnehmen. Also wenn du weißt, ja, die nerven mich ein bisschen. Ja, ja, du machst ruhig raus. Ja. Der Letzter macht ja die Postproduktion, so, der zaubert da. Der macht auch einen Elefanten, einen Hund und so, der kriegt da Sachen hin, die sind der Wahnsinn. Okay, gut. Ja. Okay, wobei jetzt hören wir uns, glaube ich, doppelt. Ne? Ah, jetzt kommt die Rückkopplung dazu. Ah, nein. Aber pass auf. Nee, das ist irgendwie dann, versuche ich sie doch reinzumachen. Komm doch gerade rüber nach Frankfurt und dann. Ja, ein bisschen alter Frankfurter. Ich habe so ganz komische Ohren. Ich glaube, man muss aber wirklich nochmal eine komische Brille, so trifft sich dann auch, ja. Der junge David Letterman wurde uns gestern von Manuel Antrag gestellt. Manuel Antrag sagt, das Brillengestell vom Letscher sieht aus wie der junge David Letterman. Ich bin auch noch erschüttert. Jetzt glaube ich, müssen wir noch mal ganz deutlich sagen, dieses ist kein Podcast gegen den Klimawandel, dieses ist kein klimaleugnerischer Podcast, dieses ist ein Podcast, der zu 100% anerkennt, lasst euren Müll bei euch, produziert erst überhaupt keinen, fahrt viel Öffis und so weiter und so fort, sondern ein Podcast, der um ein Buch von einem Wissenschaftler geht, der aber auch die Gabe hat, das Ganze wirklich unglaublich komödiantisch sozusagen in Wissen vor Acht und so weiter darzulegen und zu sagen, wir können
erzählen uns, also gerade was die großen Technologien angeht, wir erzählen uns da schöne Geschichten, wie toll das ist, wenn alle ein E-Auto fahren. Aber wir wissen im Grunde auch alle, dass die Technologie, so wie wir sie nutzen, uns wahrscheinlich gar nicht so viel bringt. Das heißt, in deinem Buch geht es wirklich darum, mal grundsätzlich auch. Und ich möchte ausnahmsweise mal in die Kamera halten. Ja, so. Lichtblick statt Blackout, genau. Auch seit 25 Wochen Spiegel-Bestsellerliste, konnte man auch nur im Ansatz erwarten, übrigens auch als Hörbuch verfügbar bei Spotify. Ich habe es vorhin beim Saubermachen und Katzenbespaßen gehört. Kann man's, hast du das im Ansatz erwartet oder der Verlag beim Schreiben, dass du gesagt hast, ich glaube, das trifft den Zeitgeist, das wird ein Pfund? Nein, man hofft es natürlich immer. Also gerade jetzt auch in der jetzigen Zeit. Und da hat mir so ein bisschen die Zeit in die Hände gespielt. Also das Buch war eigentlich ja schon letzten Frühjahr fertig, mehr oder weniger. Und ich wollte es halt möglichst schnell auf den Markt bringen. Dann hat der Verlag gesagt, nee, wir wollen das gerne als Spitzentitel bei uns nehmen. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Marketingvorlauf. Wir bringen es erst im Herbst raus. Und da habe ich schon, dort war ich schon so schrottgenervt. Und dann war aber die Phase, dass natürlich durch Putin und durch diesen Gasmangel und im Herbst ist die Heizsaison angefangen. Jeder hat über das Thema Energiepreise, jeder hat über eventuelle Blackouts gesprochen. Und in diesem Moment kommt dieses Buch dann genau zu diesem Punkt raus. Und es war dann sofort irgendwie, ist von 0 auf 2 in die Bestsellerliste geschossen. Sowas kannst du natürlich nicht planen. Also insofern freut es mich sehr, dass ich da, es hört sich vielleicht zynisch an, dass ich natürlich da auch so ein bisschen so ein Kriegsgewinner bin. Aber das, dadurch wurde dieses Thema dann massiv eben in die Öffentlichkeit gespült. Und ich freue mich eben, dass es so viele Leute lesen. Übrigens auch viele Politiker. Also mir schreiben relativ viele Leute auch im Landtag, im Bundestag, unterschiedlichste Parteien. Sie haben das Buch gelesen, sie fanden es gut. Also es ist eben nicht so, dass sich da die Politiker generell da abschotten und sagen, was der da erzählt, das interessiert uns alle nicht. Die beschäftigen sich schon auch damit. Natürlich nicht alle. Da gibt es natürlich auch ein paar, die da ihren Tunnel fahren. Aber es ist tatsächlich auch selbst in den hohen Politikkreisen anscheinend ein Thema, was mich freut. Wir haben ja jetzt seit Corona wurde ja quasi auch eine sehr hohe Wissenschafts- und ich sage jetzt ganz bewusst Gläubigkeit eingeläutet. Das heißt, auch die politische außerparlamentarische Opposition, also Fridays for Future und was wir alles haben, die auch gut sind, was sie sagen, ist richtig und wichtig. Also inhaltlich reden wir da ja sowieso nicht drüber, dass jeder Umweltschutz und damit auch Menschenschutz gut ist. Aber du sagst selbst, die Wissenschaft kann nicht sagen, was geschehen wird. Sie kann sich einer Wahrheit annähern, sie kann natürlich erste Experimente machen, sie kann gucken, aber in 2 Wochen kann das Ergebnis solcher Untersuchungen, weil man mehr Daten hat, weil sich noch andere Aspekte zeigen, schon ein ganz anderes sein. Also inwiefern ist Wissenschaft denn überhaupt geeignet, eine Gesellschaft zu beraten in dem, was sie so für die Zukunft tut, jetzt speziell für Umwelttechnologie? Ja, also ein ganz wichtiges Thema, das meiner Meinung nach überhaupt nie so richtig definiert wird oder sehr selten. Wissenschaft als Methode kümmert sich erstmal nicht darum, dass die Wissenschaft sagt, um eine Bewertung, über eine Einordnung. Wissenschaft erklärt erstmal oder versucht zu erklären, wie bestimmte Zusammenhänge funktionieren. Nicht mehr und nicht weniger. Also ein Kernphysiker, der kann dir gut ausrechnen, wie viel Energie durch eine Kernspaltung frei wird. Aber die Kernphysik macht keinerlei Aussagen, ob Kernenergie gut oder böse ist oder ob man das machen sollte oder nicht machen sollte. Das ist keine Frage der Wissenschaft. Das ist eine Frage von Gesellschaftspolitik. Und meiner Meinung nach wird von vielen Wissenschaftlern, das war teilweise bei Corona so, das ist bei Klima ganz extrem, von vielen Wissenschaftsjournalisten das immer vermischt. Die vermischen und verwässern Klimaforschung mit Klimapolitik.
Das heißt, Klimapolitik basiert natürlich darauf, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass man eben sagt, die Erde erwärmt sich, da wird es Starkniederschläge geben, der Meeresspiegel steigt, da müssen wir irgendwelche Maßnahmen einleiten. Aber welche Maßnahmen da einzuleiten sind, das sieht man ja auch weltweit. USA fährt eine vollkommen andere Klimapolitik als Deutschland, China eine andere als Finnland. Das heißt, jedes Land versucht oder jede Region versucht auch aufgrund seines Entwicklungsstatus, seines ökonomischen Entwicklungsstatus, versucht eine andere Maßnahme. Und man kann jetzt nicht sagen, die Chinesen machen das falsch und wir Deutschen machen es richtig. Es sind eben andere Herangehensweisen, wie man Gesellschaft gestaltet. Mhm. Und das wird mir in der ganzen Diskussion immer, also ich habe auch im Buch ganz plakativ geschrieben, wer politische Maßnahmen mit dem Satz wegbügelt, die Wissenschaft hat das so gesagt und das ist alternativlos, der missbraucht die Wissenschaft eigentlich für populistische Zwecke. Das ist natürlich eine harte These für die, die ja, es ist ja, ich sag mal, eine Luisa Neubauer, um mal jetzt so die Ikonen zu nehmen, ja. Eine Greta Thunberg, sagen ja, ne, dass sie aufgrund der Wissenschaft eben ihre Forderungen stellen und damit glaubt ja und nickt ja auch jeder Erwachsene und sagt, oh je, da dürfen wir jetzt gar nichts sagen, weil wissenschaftsungläubig wollen wir ja alle nicht sein. Genau. Also ist das eher kontraproduktiv, wenn man das so ja fast schon ideologisch sagt, wir machen zu 100% wissenschaftliche Erkenntnisse umsetzen? Also das ist natürlich vollkommen legitim, was irgendwelche Klimaaktivisten sagen und fordern. Das ist ja auch Demokratie. Also, genau. Aber wie gesagt, die Maßnahmen und die Forderungen sind auf jeden Fall verhandelbar, weil du hast ja irgendwelche Zielkonflikte hast. Wir haben es bei Corona gesehen. Die Wissenschaftler haben relativ schnell ausgerechnet, bei einem R-Wert von Höhe 1 geht das Ding irgendwie durch und deswegen müssen wir, und dann war die Forderung, wir müssen alles tun, um durch Lockdowns, durch extremste Maßnahmen die Pandemie einzudämmen. Dann kamen aber die Ökonomen und haben gesagt, ja, hört mal so, also wenn wir da alles runterfahren, dann geht unsere Wirtschaft in den Keller. Dann kamen die Psychologen, die auf einmal gesagt haben, ja, unsere Kinder werden ja komplett kirre, wenn wir die alle einsperren. Das heißt, in einer Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft existieren auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen aus unterschiedlichsten Bereichen ganz viele Zielkonflikte. Und man kann eben nicht sagen, ja, die Virologen haben gesagt, dass es so und so ist und deswegen bauen wir eine gesamte Gesellschaft in dem Fall um. Das kann man natürlich machen, aber auch da gibt es einfach eine totale Bandbreite von Maßnahmen. Und beim Klimaschutz ist es genauso. Es gibt Länder, die sagen, wir müssen erstmal Wohlstand schaffen, Schwellenländer, die sagen, wir können uns jetzt erstmal nicht um den Klimaschutz so kümmern, wie ihr das wollt. Wir müssen erstmal die Leute aus der Armut rausbringen. China baut 200 Kohlekraftwerke, weil die sagen, China ist zwar in den großen Gebieten sehr hochentwickelt, aber die haben immer noch eine Armutsquote, dass es eben ein Schwellenland ist. Das heißt, die haben natürlich eine ganz andere Priorität, was die Entwicklung von ihrem Land angeht, als wir Deutschen, die wir halt alle in unseren 120 Quadratmeter Altbauwohnungen sitzen, einen Rotwein schwenken und sagen, ja, wir müssen CO2 sparen. Also, es ist so. Und da kann man eben, und beide haben ja recht, das ist ja nicht so, dass man sagt, wir Deutschen sind irre und die Chinesen sind klug, aber es ist eben nicht so, dass die Wissenschaft eindeutig vorgibt, was wir tun sollen. Mhm. Und da muss man noch dazu sagen, wir sehen übrigens im Hintergrund gerade den Henninger-Turm beim Binz. Ja, das ist den alten Henninger-Turm. Den alten Henninger-Turm. Den alten, ja, genau. Ja. So ist das, meine Damen und Herren, ist Frankfurt. Der neue ist gentrifiziert. Ja. Binz, ich wollte mal fragen, was kann ich
Was kann ich als Otto-Normalverbraucher machen? Also zum einen, was das Thema Presse betrifft. Wenn ich das Gefühl habe, okay, ich gehe mittwochs früh, bevor ich zur Arbeit gehe, gehe ich zur Tankstelle, sehe wieder die Schlagzeile der Bild und kriege wieder so ein Würgen. Und also das zum einen, also wie gehe ich mit der Presse um und dem, wie die Presse damit umgeht, also mit dem ganzen Thema. Und was kann ich wirklich machen bezüglich Klima- und Umweltschutz? Ganz schwierig. Also es ist natürlich ein Riesenproblem. Ja. Aus diesem Wust von Informationen für jemanden, der sich dann nicht mit im Detail beschäftigt, der kein Fachmann ist, zu bewerten, was ist jetzt seriös, was ist weniger seriös, was ist Fake News. Da habe ich auch keine Antwort drauf. Also ich kann natürlich immer nur sagen, prüf die Quellen und guck dir an, wer da was sagt, aber selbst das ist ja irgendwie keine Garantie. Also wie ich vorhin gesagt habe, es gibt Klimaforscher, die sehen das Ganze sehr, sehr apokalyptisch, und es gibt andere Klimaforscher, die sehen das wesentlich weniger apokalyptisch. Und sich dann was rauszupicken und zu sagen, der Klimaforscher hat gesagt, die Welt geht unter, dann ist das in Stein gemeißelt, ist genauso falsch wie zu sagen, der Klimaforscher hat gesagt, es wird, eigentlich müssen wir uns keine Sorgen machen. Es ist eben ein komplexes Thema. Es ist eben nicht so wie Gravitationskraft, wo du sagst, die Vase fällt runter und ich kann es eindeutig berechnen und Feierabend. Sondern wir leben in einem komplexen System und in komplexen Zusammenhängen, in komplexen Zielkonflikten, in einer globalisierten Welt. Und das macht es eben schwer, eindeutige Lösungen, eindeutige Antworten zu finden. Damit tun wir uns schwer. Ich habe auch im Buch über komplexe Systeme geschrieben, also auf einer ganz einfachen Basis. Und das Problem, wir sind eigentlich im Grunde genommen Steinzeitmenschen in Hugo Boss-Anzügen. Also wir sind immer noch... Joachim Letschert, ja. Ja. Wir sind immer noch eigentlich seit 5 Millionen Jahren geprägt durch einfache Ursache-Wirkungsketten. Da kommt jemand an, aus einer fremden Horde, und ich muss relativ schnell entscheiden, ist der gefährlich oder ist es ein Freund. Da kommt ein wildes Tier, ich muss relativ schnell entscheiden, ist es gefährlich, muss ich weglaufen oder ist kein Problem. Das heißt, die Welt, die Steinzeit war geprägt von relativ simplen, einfachen Einschätzungen. Jetzt sind wir aber in einer komplexen Welt. Wir haben extrem komplexe Risikoeinschätzungen. Wir müssen auf einmal uns mit Statistik auseinandersetzen. Wir müssen rechnen. Wir müssen Dinge abwägen. Wir sehen, dass bestimmte Eigenschaften tausende von Einflussgrößen haben. Damit kommen wir eigentlich ganz, ganz schwer zurecht. Und das Gehirn will Energie sparen. Das Gehirn sagt... Willkommen in meiner Welt, ja. Ja, es ist so. Das Gehirn will Energie sparen, und die größte Energiesparung ist, ein komplexes Problem zu simplifizieren. Ich kaufe jetzt Ökostrom und Papierstrohhalme und dann rette ich die Welt. Das ist total simplifiziert. Das macht mir ein gutes Gewissen, weil das Gehirn sagt, ich habe was getan. Weil diese Glücksgefühle kommt in der Region, ja. Auch bei mir läuft es. Ja, und das läuft doch super. So. Ja, ich glaube, das ist ja das, was du auch in deinem Buch so ein bisschen beschreibst, dass wir. Hast du eigentlich schon die Kamera gehalten? So. Genau, in dem wirklich tollen, es ist wirklich ein lesenswertes Buch. Das, und schönes Hobby, also schön eingelesen auch. Und in deinem Buch sagst du ja auch, wir versuchen so ein bisschen durch Konsum uns auf die richtige Seite zu stellen. Aber wenn man sich mal so rumhört, ein Thema kommt ja eigentlich nie wirklich zur Sprache. Im Grunde selbst die Grünen oder also die Menschen, die da wirklich was tun wollen, sagen ja immer so, na, wenn wir erstmal die richtige Technologie haben und wenn die Technologie dann erstmal ausgereift ist, was der Mensch ja so ein bisschen scheut, wie der Teufel das Weihwasser, ist Verzicht. Meinst du denn, dass Verzicht am Ende vermutlich ein wichtiger Teil der Rechnung sein wird? Also bei aller neuen Technologie, die Energie spart und Energie gewinnt und CO2 bindet und. Aber ist es denn realistisch zu glauben, wenn wir nur die richtige Technologie haben, dann können wir weiter so machen wie bisher? Also Verzicht bringt schon mal gar nichts.
Also diese ganzen Verzichtappelle machen uns ein gutes Gewissen. Ja. Und natürlich ist es nett, wenn wir Energie sparen, also individuell. Es macht irgendwie, wenn die Energiepreise hochgehen, macht das irgendwie jeder von uns. Und es macht natürlich auch irgendwie Sinn, nicht irgendwie mit seinem alten VW Golf den Ölwechsel im Naturschutzgebiet zu machen. Ist ja ganz klar. Yeah. Aber als globale Idee, den Klimaschutz einzudämmen, indem ich Verzicht predige, das funktioniert nicht, weil wir leben in einer Welt, ich habe es vorhin erzählt, die großen Schwellenländer, wo jetzt die Post abgeht, in Lateinamerika, in Südostasien, Bangladesch, Brasilien, China, die haben jetzt eine Phase, die wir in der Nachkriegszeit hatten. Da geht auf einmal richtig die Post ab. Da können zum ersten Mal, in den nächsten 10 Jahren, werden alleine 200 Millionen Menschen weltweit erstmals einen Stromanschluss bekommen. Die werden sich doch nicht von unseren Verzichtappellen beeindrucken. Die werden jetzt sagen, jetzt kann ich endlich mal mir ein Flatscreen kaufen und ich kann endlich mal irgendwie, ich kann auch meine Kinder auf die Universität schicken. Ich kann zum ersten Mal in meinem Leben reisen. Ich bin mobil. Was ist denn das für eine geile Geschichte? Das heißt also, der Klimaschutz, die Klimathematik wird nicht bei uns in Deutschland oder in den reichen Industrienationen entschieden. Die wird in Lateinamerika und in Südostasien entschieden, weil die machen sich natürlich mittlerweile auch Gedanken über Klimaschutz. Und man muss dazu sagen, dass natürlich China auch massiv in erneuerbare Energien investiert. Aber die kämen nie auf die Idee, grundlastfähige Kraftwerke abzuschalten. Im Gegenteil, die bauen parallel dazu Kohlekraftwerke, die bauen Kernkraftwerke, um eben ihren Energiehunger irgendwie zu stillen. Das heißt also, mit Verzichtappellen kriegst du... Da bist du auch wieder in so einer Wohlstandsblase, weil das verkennt komplett, dass 99% der Weltbevölkerung mit Verzicht nichts anfangen können. Das haben die letzten 100 Jahre gemacht. Die wollen am Wohlstand teilhaben. Ja, es ist ja auch, wie du sagst, unsere Vorfahren, also die direkten Vorfahren, die kamen aus viel mehr Kriegen, aber aus zwei Weltkriegen. Und wir waren ja eigentlich nur bekriegt. Irgendwie alle paar Jahre waren ja Kriege, die dann auch mal 30 Jahre gingen und so weiter. Und wie du gerade gesagt hast, in den 50ern ging dann ja der Wohlstand bei uns los, 50er, 60er, 70er. Und das hat ja auch niemand genossen, weil er gedacht hat, jetzt hauen wir die Welt mal richtig in den Sack. Sondern es war, wie du gesagt hast, einfach der Wunsch, nach bestimmten Hygienestandards zu leben, etc. Ja. pp. Insofern ist es ja, oder ja, ist es ja von der, also die Boomer werden ja heute im Grunde als die Bösen dargestellt. Also im Grunde ist es auch eigentlich eine unnötige Überspitzung von Dingen, die jeder in dieser Situation so getan hätte und die uns eigentlich beim Klimaschutz jetzt auch nicht weiterbringen. Ja, also ich mache im Buch eine Trennung zwischen Umweltschutz und Klimaschutz. Und das wird mir auch immer zu sehr vermischt. Wir haben im Umweltschutz in den letzten 50 Jahren in Deutschland, in den westlichen Industrieländern, das ist eine unfassbare Erfolgsgeschichte. Ich kann mich noch erinnern, ich bin jetzt 54, ich sehe wesentlich jünger aus, ich weiß. Viel, viel jünger, viel jünger. 51,5, locker. Wir machen noch einen Filter drüber. Also nur ja, genau. Nein, ich kann mich noch erinnern, als ich ein Kind war, da warst du Lebensmühle, wenn du im Rhein schwimmen warst. Weil da war der Rhein so verdreckt, unglaublich. Ja. Kohlekraftwerke hatten teilweise keine Filteranlagen. Das Ruhrgebiet war rußgeschwärzt. Und dann ist man hingegangen und hat das Stück und Stück weit verbessert. Und unsere Luft und unsere Flüsse sind heute so sauber wie nie zuvor. Umweltschutz ist eine unfassbare Erfolgsgeschichte, die man sich heute, wenn man das nicht kennt, wenn man irgendwie erst 20 Jahre alt ist, nicht mehr vorstellen kann, wie das früher war. Das heißt, die Boomer, die immer so als die rücksichtslosen Deppen angesehen werden, die das Klima ruiniert haben, die haben eine Menge dafür getan, dass wir heute in einer lebenswerten Umwelt leben.
Klimaschutz ist viel, viel schwieriger, weil Umweltschutz ist meistens ein lokales Problem. Du hast einen Fluss, der ist verdreckt. Da hast du da ein Chemieunternehmen, der verdreckt die verdreckenden Fluss, dann machst du eine Auflage, die bauen ein Klärwerk, da ist der Fluss sauber. Das ist ein regionales Problem, das man regional, ich sage jetzt mal, relativ einfach lösen kann. Okay. Beim Klimaschutz hast du das Problem, dass du CO2 entweder global reduzierst oder gar nicht. Das heißt, wenn wir mit unserem 2% CO2-Anteil in der Welt alles runterfahren und China fährt pro Jahr 10% die CO2-Emissionen hoch, ist unterm Strich gar nichts getan. Im Gegenteil, es wird noch schlimmer. Und es passiert ja auch. Also seit, wenn du die CO2-Emissionen anguckst, dann sind die westlichen Industrienationen haben sich über die letzten 20 Jahre ein bisschen reduziert. Nicht so viel, wie wir erhofft haben. Und gleichzeitig die Schwellenländer gehen hoch. Und das ist ein großes Problem. Das ist ein großes Dilemma. Ich habe da auch keine Lösung dafür. Aber das ist der grundsätzliche Unterschied zwischen Umweltschutz und Klimaschutz. Okay. Ich wollte mal fragen, ich hatte es bei dir im Interview gehört, Thema Social Media und dass du da bist ja auch aktiv, unter anderem bei Facebook, da gibt es dann aber auch immer wieder gibt's Hater, die das kommentieren oder schlecht kommentieren. Kurzum, wie gehst du mit Shitstorm, glaube ich, hattest du noch nicht, aber wie gehst du mit so Kommentaren um? Beschäftigt dich das dann oder hast du vielleicht schon mal eine Phase gehabt, wo du gesagt hast, Freunde, also jetzt ist Feierabend, also wie, wenn du da was schreibst? Und du bist ja bei Facebook schon aktiv, wenn da Leute irgendwie dann rausballern? Also es hält sich glücklicherweise in Grenzen. Also es gibt natürlich, man muss natürlich aufpassen, dass man diese Leute nicht überbewertet, weil die sind natürlich, meine Kommentare werden teilweise tausendfach geliked und geteilt und es gibt wahnsinnig viel Zustimmung. Und dann sind halt 10, 15, 20 Leute, ich kenne die schon mittlerweile mit ihrem Namen oder mit ihrem Icon, die hauen da halt immer rein. Das heißt, es ist dann tatsächlich auch eine sehr, sehr, sehr kleine Gruppe, die sehr unsachlich und teilweise mit da Beleidigungen argumentiert oder um sich haut. Das kann ich irgendwie verschmerzen, so ist es halt. Ich halte mich auch sehr viel mit Blockieren und Sperren zurück, außer es wird ganz brutal. Oder die arbeiten dann mit Unterstellungen, was ja gerne gemacht wird auch. Also ja, werden sie von der Atomlobby bezahlt? Sie sind doch bei der AfD, so ein Quatsch. Halt. Ja, genau. Also wenn dann sowas kommt, ja, genau. dann blockiere ich die Leute, weil das ist üble Nachrede einfach. Ja, genau. Das, so. Aber ansonsten kann ich damit irgendwie gut leben. Indem ich es einfach stehen lasse und wenn mir es zu blöd wird, dann lösche ich halt mal den Kommentar. So ist es halt. Wie sinnvoll sind denn jetzt eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht, wie sinnvoll sind denn eigentlich vielleicht auch aus gesellschaftlicher Sicht die Aktionen der Klimaaktivisten, die ja, wie wir jetzt schon festgestellt haben, inhaltlich auf eine absolut richtige Sache hinweisen? Ich glaube, Marc-Uwe Kling hat mal gesagt, stell dir mal vor, wir machen alles, um das Klima zu retten, also fahren CO2 und so weiter runter und am Ende wäre es gar nicht nötig gewesen. Also mit einem Augenzwinker natürlich, sagt er das. Aber wie sinnvoll sind denn tatsächlich jetzt wird ja gefordert, 9-Euro-Ticket, das 49-Euro-Ticket ist ja schon jetzt wieder groß in der Diskussion und Tempo 100. Also wie sinnvoll sind denn, so verglichen auch mit dem Aufwand, mit dem gesellschaftlichen Zank, der da verursacht wird, die einen mögen, die anderen nicht, diese Forderungen. Also sind die überhaupt sinnvoll oder ist das schon auch plakativ? Naja, also es kommt mir so ein bisschen vor, als wollen wir mit ein paar Stechpaddeln einen Supertanker irgendwie umlenken. Also das sind alles symbolische Handlungen meiner Meinung nach. Also ich habe ja im Buch, weil das hat ja einen durchaus positiven Titel, Lichtblick statt Blackout, habe ich ja schon im ganzen letzten Drittel eigentlich versucht, so ein bisschen aufzuzeigen, was wir für Möglichkeiten hätten und dass es dann doch irgendwie Chancen gäbe, die Welt zu verbessern. Und meiner Meinung nach die einzige Chance ist,
erstmal sich mit dem Fakt abzufinden, dass wir diese CO2-Problematik natürlich nicht in den Griff kriegen werden, eben weil die großen Schwellenländer da nicht mitmachen werden. Was in 20 Jahren ist, weiß man nicht. Wenn die eine Entwicklungsstufe erreicht haben wie wir, dann werden die sich auch natürlich noch mehr Gedanken machen drüber. Aber bis dahin läuft das Ding durch. Da können wir gar nichts dagegen machen. Das heißt, die einzige Chance, die wir haben als noch Hochtechnologieland, ist, wir müssen eigentlich in allen Bereichen forschen, und zwar vorurteilsforschen, entwickeln, die Ingenieure, die Wissenschaftler machen lassen, in der Hoffnung, dass denen was Kluges einfällt. Und das, genau das machen wir nicht in Deutschland. Also die Politik setzt in Deutschland, in Europa eigentlich keine Rahmenbedingungen mit dieser ergebnisoffenen Haltung. Mal sehen, was den Kernphysikern einfällt. Mal sehen, was den Autobauern mit dem Verbrennungsmotor, mit E-Fuels einfällt. Mal sehen, ob es vielleicht Fracking-Arten gibt, die wesentlich umweltfreundlicher sind. Mal sehen, was den Gentechnik-Leuten einfällt, um klimaresistente Pflanzen zu züchten. Das sind alles, wären alles Maßnahmen, die die Welt ökologisch verbessern würden. In allen diesen Technologien steigen wir aus, reglementieren wir, und so kannst du keine Zukunft schaffen. Das heißt, die Politik sagte im Grunde genommen derzeit, wir wissen ganz genau, was wir in 20 Jahren für Antriebstechniken, für Technologien, für Energieformen haben wollen, und nur die fördern wir, alles andere wollen wir nicht. Und wenn du die Geschichte von Innovationen anguckst, dann kamen Innovationen meistens und revolutionäre Durchbrüche meistens aus Bereichen, die man am Anfang nie auf dem Schirm hatte, aus ganz anderen Bereichen. Also zwei Beispiele. Oder ich mache mal nur eins, weil das ist das Geilste überhaupt. Bis in die 80er Jahre hin mussten Diabetiker Insulin aus den Bauchspeicheldrüsen von Schweinen gewonnen werden. Damals hat die Höchst AG in Frankfurt Hunderttausende von Schweinebauchspeicheldrüsen sind da angeliefert worden, und aus denen hat man dann Insulin gewonnen. Also man musste Hunderttausende von Schweinen schlachten, um so ein bisschen Insulin zu bekommen. Und dann haben Chemiker ein Verfahren entwickelt, in der Petrischale aus genetisch veränderten Bakterien, dass die Humaninsulin selbst produziert haben. Ein heute gängiges Verfahren, um Insulin herzustellen. Für einen Bruchteil der Kosten, ohne die Schweine zu töten, einfach in einer Petrischale, im kleinen Labor. Wurde damals vom Umweltminister Joschka Fischer verboten, das Versuchslabor, weil er gesagt hat, Gentechnik ist böse. Die Franzosen haben es dann gemacht. So, das heißt, das zeigt, dass auf einmal eine Innovation wie dieses Humaninsulin in der Petrischale dazu geführt hat, dass man unfassbares Tierleid über Nacht quasi verhindert hat. Mhm. Und die Ressource Bauchspeicheldrüsen von Schweinen war vollkommen irrelevant. Das heißt, das ist ein Beispiel, wie Technologie auf einmal zu einem Umbruch führen kann, wo du am Anfang nie auf dem Plan hattest. Und wenn du eben nicht technologieoffen bist, wenn du nicht bereit bist, den Leuten in allen Bereichen Freiheiten zu geben, dann verhinderst du solche Technologien. Und dann bleibt nur noch Reduzierung und Verzicht. Wie hast du denn damals, weil es auch im Buch Thema ist, wie war denn damals deine erste Reaktion auf diese Gromperer-Aktion? Rettet den, ich glaube, es den Regenwald war es, als es hieß, pro Kasten, wir retten die Welt. Springst du da auf und denkst dir, jetzt ist aber... Oder, jetzt trinke ich. Ja, man konnte sich natürlich mit ökologisch gutem Gewissen beim Junggesellenabschied die Birne wegschießen. Das war natürlich gesagt, super. Ja. Das war hervorragend. Ja. Ein Facebook-Freund von dir hat es ganz schön geschrieben. Die Politik ist mit ihrem Atom- und Kohleausstieg vom Dach gesprungen und hofft, bis zur Landung fliegen zu lernen. Ja. Jetzt, wenn ich das alles von dir höre, jetzt ist es ja nicht nur, dass Deutschland sich da sehr verrennt, will ich jetzt gar nicht sagen, aber so auf bestimmte Technologien
sondern es ist ja ganz Europa quasi. Wieso macht denn Europa sowas? Die sind ja nicht doof. Also die kennen ja auch einen Vince Ebert oder vielleicht auch andere Wissenschaftler, die ähnlich denken wie du und die vielleicht auch schon mal sagen, Ursula, das ist zwar wirklich super toll, wenn du das so sagst, aber das funktioniert halt leider alles einfach nicht. Also wieso wird es denn trotzdem gemacht? Oder wird es jetzt gemacht und in 10 Jahren wird es eh wieder kassiert? Also das ist ein großes Problem, dass wenn du die Leute einzeln fragst, dann sagen die einzeln sehr oft sehr vernünftige Sachen in der Politik. Das merke ich auch immer an meinen Reaktionen. Wenn du dann wirklich mit den Leuten am Telefon sprichst oder persönlich, sehen die Sache relativ realistisch. Und dann gibt es diesen Gruppendruck. Da hat man sich auf irgendwas festgelegt und wird es durchgeprügelt. Und das ist ein Thema, das ich im zweiten Teil vom Buch eben auch sehr, sehr stark mich fokussiere drauf, was meiner Meinung nach in fast allen Büchern zu dieser Thematik nie beschrieben wird. Das ist natürlich, dass wir, jetzt komme ich wieder zur Steinzeit, dass wir natürlich von unserer ganzen DNA her Rudeltiere sind. Wir müssen in der Gruppe funktionieren. Soziale Ausgrenzung, sozialer Druck ist wahnsinnig schwierig und wahnsinnig anstrengend. Deswegen gehen wir gerne den Weg des geringsten Widerstandes und stimmen über Sachen ab, nur um nicht in der Kantine am nächsten Tag blöd angeguckt zu werden. Und ich weiß ganz genau, dass ganz, ganz viele im Bundestag, dass ganz viele im Europäischen Parlament Bauchschmerzen haben, aber das trotzdem dann durchwinken, obwohl sie wissen, dass es eigentlich ein Quatsch ist. Das ist fürchterlich, aber so funktioniert nun mal der Mensch. Ich habe da auch keine Lösung. Ich kann immer nur appellieren, ihr seid nicht eurer Partei verpflichtet, sondern eigentlich per Gesetz dem Souverän und eurem Gewissen. Und das wird meiner Meinung nach in der politischen Landschaft viel zu wenig gemacht. Aber was ist das verloren gegangen? Weil du hast das ja auch im Buch thematisiert, ich habe es auch schon mal im Interview von dir gesehen, dass diese Streitkultur, dieses Debattieren, das ist, dann wird das direkt aufgebaut und du sagst, wir können doch, ich glaube, du hattest das mit Hannes Jenicke. Wir waren komplett unterschiedlicher Meinung, dann war das Mikro aus und wir haben ein Bier trinken. Also wann ist das verloren gegangen, beziehungsweise können wir das irgendwann wieder gewinnen, dass wir sagen, wir können nochmal streiten, diskutieren, debattieren, das ist doch kein Problem. Also ich glaube, es herrscht ein großes Problem, dass wir in der politischen Landschaft in diesen grundsätzlichen Fragen eigentlich keine Alternativmeinungen mehr haben. Das ist entstanden, weil man jahrelang irgendwann mal den Grünen beschlossen hat, den Grünen hinterherzulaufen. Ich habe überhaupt nichts gegen die Grünen. Die sind, deren Meinung und deren Auffassung ist vollkommen legitim. Aber mittlerweile, wenn du das Wahlprogramm von der CSU durchliest oder von der, selbst von der FDP oder von der SPD sowieso, dann machen die im Grunde genommen alle grüne Politik, weil sie irgendwann mal gesagt haben, das ist das Thema vor 20 Jahren und das und so. Und dann haben die sich immer mehr angenähert an diese, weil im Endeffekt hat ja bis auf die AfD, die meiner Meinung nach unwählbar ist, aus den bekannten Gründen. Man hat im Grunde genommen sich selber kastriert in der Meinungsvielfalt, die etablierten Parteien. Und jetzt kommt man nicht mehr ohne Gesichtsverlust aus dieser Nummer raus. Jetzt muss man dieses Grüne, die grüne Agenda, die man sich dann selber auch ohne Not in das eigene Parteiprogramm geschrieben hat, die muss man jetzt weiter durchziehen. Das heißt also, es gab in den 80er, 70er Jahren, wo ich so langsam irgendwie angefangen habe, mich so für Politik zu interessieren, wo es dann noch so einen Franz Josef Strauß gab und einen Willy Brandt, da gab es noch Gegenpositionen und da wurde noch richtig um grundsätzliche Dinge gestritten. Und das ist heute fast nicht mehr der Fall. Alle wollen sie irgendwie
Elektromobilität, alle wollen sie Wind und Sonne, alle sind sie irgendwie eigentlich gegen Kernenergie, alle sind sie gegen das, alle gegen sind sie das. Und wenn du so eine Soße von gleichen Auffassungen hast, kommt natürlich politisch eigentlich keine wirkliche Diskussion mehr zustande und keine Debatte. Und das ist ein großes Problem. Wobei ich mich schon auch an Diskussionen gar nicht so lange her erinnern kann. Ich weiß es war auf einer Bundespressekonferenz und da war eine Wissenschaftlerin, die hat von den von dir angesprochenen Kipppunkten gesprochen und aber tatsächlich auch gesagt, wenn die kippen, ist rum. Also dann können wir nie wieder etwas machen. Also sprich, in der Wissenschaft selbst ist man sich entweder auch nicht ganz einig oder manch einer hat vielleicht vor laufender Kamera auch das Bedürfnis, so ein bisschen ein Schüppchen draufzulegen? Oder woran liegt das, dass die Wissenschaft da am Ende auch sich gar nicht einig ist und manchmal ja schon auch Aussagen macht, wo du jetzt im Buch sagst, naja, so ganz haltbar sind die nicht oder sie sind zumindest überhaupt nicht sicher? Ja, also diese Kipppunkttheorie wird im Grunde genommen von einer Handvoll Wissenschaftlern, mehrfach aus Deutschland, vertreten. Und man muss ganz klar sagen, dass die ersten Publikationen über Kipppunkte vor 10 Jahren etwa, das wurde zwar in der Nature publiziert, aber es waren Meinungsartikel. Also das war kein peer-reviewter Artikel, wo man gesagt hat, da haben wir was gemessen, da haben Wissenschaftlerkollegen gegengecheckt, ist das seriös, sondern das war ein Meinungsartikel. Es könnte diese Kipppunkte geben. Und wenn es die gibt, also es waren fünf, ich glaube, in diesem kurzen Artikel waren 25 Konjunktive drin. Es könnte sein, und wenn das so wäre, könnte das passieren, dass, so, das ist vollkommen legitim. Aber wenn du dich mit dem Gros der Klimawissenschaftler unterhältst, was hältst du von Kipppunkten? Dann sagen fast alle, hochspekulativ, es gibt eigentlich keine Beweise, beziehungsweise man weiß überhaupt nicht, ob diese Kipppunkte kommen, wann sie kommen und vor allem, wenn es denn welche gäbe, in welchen Zeiträumen spielen sich diese Kippdinger denn da ab. Und das Problem an der Geschichte ist, dass diese Kipppunkttheorie, die in den Medien als gesicherte Wahrheit gesehen wird. Die Basis ist für diese radikalen Maßnahmen, die wir da fahren. Und das ist einfach wissenschaftlich unseriös. Es ist unseriös oder politisch unseriös, auf einer wissenschaftlichen Theorie, die hochspekulativ ist, solche Maßnahmen zu entwickeln, die praktisch das Land komplett umbauen. Also das ist meine persönliche Meinung. Weil das ist wirklich ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht stimmt, aber ich kann doch kein ganzes Land umbauen aufgrund von einer Aussage, von einer Meinungs- und hochspekulativen Aussage von 5, 6 Wissenschaftlern. Außer es passt natürlich in die Ideologie oder in das Narrativ, das die Wählerinnen und Wähler dieser Partei mögen und weswegen sie wählen, quasi. Vince, ich wollte noch ganz kurz fragen, wenn du abends zu Hause sitzt und hast zum Beispiel dieses Buch, Hallo YouTube, zu Ende geschrieben, womit verbringst du deine Freizeit? Also wenn du mal sagst, so jetzt reicht's mal mit Klima und Schutz und aktiv und passiv, wenn du abends auf der Couch hast, Netflix oder lesen, musizieren, Sport machen? Also oder Diesel 5 fahren. Zum Beispiel. Genau, Plastiktüten kaufen und die gibt es ja gar nicht. Und die Sammlung. Also nee, ich bin, die meiste Zeit verbringe ich eigentlich in meiner Freizeit mit Reisen und mit Essen gehen. Also meine Frau und ich, wir haben glücklicherweise keine Kinder. Also für die Umwelt glücklicherweise. Das Thema fürs nächste Buch. So, genau. für die Umwelt und, glücklicherweise. Wir haben irgendwann mal gesagt, wir führen ein Leben, das man nur schwer führen könnte, wenn du Kinder hättest. Das heißt also, wenn wir ein paar Tage frei haben, dann sage ich, okay, lass uns doch mal nach Kopenhagen oder nach Rom oder wir natürlich fliegen jetzt zu Fuß und nicht mit dem Flieger. Natürlich, mit dem Lastenfahrrad. Schönes Bild, ja.
Cover fürs nächste Buch. Ja, einfach, weil ich finde, durch Reisen, das ist ja auch eine Binsenweisheit, sieht man die Welt und man sieht auch irgendwie, wie andere Länder vielleicht Dinge anders sehen, in vielerlei Dinge. Und ich bin, je älter ich werde, umso mehr habe ich Spaß an gutem Essen und an Gastronomie. Und ich finde es großartig, da wir fliegen jetzt Ende März jetzt für 4 Wochen wieder nach Amerika. Dann werden wir erst nach New York fliegen und dann aber so richtig in die Pampa. Wir werden uns Tennessee, Kentucky, Georgia, Alabama angucken. Also so Bundesländer, wie du normalerweise als Tourist nicht anguckst. Und da freue ich mich einfach drauf, was einen da erwartet. So ein großes Abenteuer. Also quasi das amerikanische Sachsen-Anhalt und Brandenburg, wobei wir von Manuel Antrag einen Anpfiff gekriegt haben, der gesagt hat, Brandenburg ist sehr, sehr schön, um das gleich nochmal... Ja, weil Juli C. anderes behauptet. Beschwichtigend. Ich würde gerade noch lieber ein Set-Foto machen von uns, ja, dass man uns glaubt, dass... Weil jetzt natürlich der Wäscheständer im Hintergrund, Entschuldigung, einmal mit Profis, so... Viel sieht man mich noch. Hallo. Hauptsache, man sieht den Henninger-Turm im Hintergrund. Das ist doch... Ja, jawohl! Ich musste sehr schmunzeln. Irgendwo steht, du hast gelebt in Frankfurt, Sachsenhausen und New York. Ja. Das ist quasi aus dem gleichen... Und jetzt wohne ich in Wien. Na, guck, jetzt wohnst du in Wien. In der lebenswertesten Stadt der Welt, möchte man sagen. Sagt der Wiener Tourismusverband. Sagt der Wiener. Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Wiegel-Tourismus. In diesem Sinne schlage ich mal vor, ich selbst könnte noch sehr, sehr viel weiterreden. Das Buch hat mich, ich sage es ganz unbefangen, wir kriegen weder von Vince Ebert Geld natürlich, müsste er von uns kriegen, wir kriegen das Buch, habe ich nicht mal vom Steffen geschickt bekommen, es liegt noch bei ihm irgendwo. Ich habe es mir auf EPUB gekauft, man kriegt es aber auf Papier, ist wurscht, verbraucht beides Energie. Es ist aber wirklich ein spannendes Buch, das vor allem einfach mal Zahlen und Fakten ein bisschen aufzeigt und auch zeigt, was ist überhaupt rein faktisch möglich. Also die Bundesrepublik hat halt nur eine bestimmte Landfläche, auf die man Sachen bauen kann. Und es ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Buch und gar kein frustrierendes, weil es zeigt einfach, vieles, was wir tun, ist Blödsinn, aber wir können auch vieles tun. Und insofern legen wir euch einfach das Buch ans Herz. Und schönes Hörbuch, zum Beispiel bei Spotify. Und vom Autoren gelesen, oder? Ja. Ah, du hast mich heute Morgen schon begleitet. Ungekürzt, das ist auch noch ganz wichtig, weil viele sagen, ja, hat er da jetzt nur 30 Minuten und dann, nee. Ja. Also ich habe mir das komplette Buch nochmal angetan, habe es gelesen und habe es beim Lesen auch gedacht, ist eigentlich ganz gut. Kann man machen. Ich finde, wenn man sich deine Stimme noch dazu, es ist wie ein Live-Programm lesen, nur noch ein bisschen unterhaltener und manchmal kommt auch immer eine kleine Spitze, sodass man lachen kann. Also es ist ein wirklich sehr empfehlenswertes Buch. Und der Katz hat es auch gefallen. Ja. Der Katz hat es auch gefallen. Vielen Dank. Lieber Vince, Dankeschön. Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Steffen und Jo. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo@letschert.net. Und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.